Einen wunderschönen guten Abend zur heutigen Monday Night Raw Review und irgendwie auch einem kleinen Zwei-Personen-Weepin-Podcast. Denn meine Wenigkeit und der Jens, schönen guten Abend. Guten Abend. Haben uns vor der eigentlichen Aufnahme der Review dazu entschlossen, zumindest ansatzweise ein wenig über die Network-Zahlen der vergangenen Woche zu philosophieren und jetzt auch ein bisschen auf den verpatzten Nichtstart des Networks im UK einzugehen. Ja, Jens, wir haben die Zahlen bei dem Quartalsbericht letzte Woche gehört. 731.000 waren es. Ein Anstieg von 31.000 im Vergleich zum letzten Quartal. Wir hatten, glaube ich, 289.000 plus und 255.000 oder wie das auch immer aufgehen mag, das war jetzt nicht hundertprozentig korrekt in mathematischer Hinsicht, die das Network wieder abbestellt haben. Ja. Gleichzeitig hat WWE aber während Monday Night Raw verkündet, dass es eine 90-prozentige Zufriedenheitsumfrage-Garantie gibt oder was auch immer das bedeuten soll. Also 90% der Zuschauer sind zufrieden mit dem Network. Ja. Also nur die 90%, die das Network wirklich noch abonniert haben, oder? Das vermute ich eben einfach mal. Die werden ja vermutlich, oder größtenteils werden doch wahrscheinlich auch die Leute antworten, die zufrieden waren. Okay, man weiß es nicht genau, aber es kommt immer darauf an, wen man fragt. Weil ich glaube nicht, dass die 255.000, die das Network abbestellt haben, sonderlich zufrieden waren. Und das wären mehr als 10%. Ja. Deutlich. Überhaupt war dieser Quartalsbericht dahingehend recht interessant, dass man wirklich, also sich Rechnung zurechtgebogen hat, damit es auch, ich meine, es ist ja verständlich, aber das war in der Stellenweise so abstrus, also von wegen, dass man ja diesen Anstieg, den man hatte, um 31.000 noch als Erfolg verkauft hat, weil diese 31.000 waren, ja, ich weiß gar nicht, 60%, also ein 60% höherer Anstieg als im letzten Quartal. Und lauter so ein Schmarren, wo man sich so fragt, kommen die Leute, die dort sitzen, sich nicht verarscht vor? Muss wohl ein bisschen, ne? Aber vielleicht, ja, die haben ja auch keine Ahnung von alles, hast du das gesagt? Ja, aber das sind doch Rechnungen, mit denen ich mich befassen sollte vorher. Ja, grundsätzlich schon, klar. Aber irgendwie. Ich meine, das Positive daran ist, dass die Aktie, glaube ich, nicht sonderlich gefallen ist. Ich glaube, in den ersten Viertelstunden sah es ziemlich düster aus, aber dann hat sich das gefangen, aus dem einfach coolen Grund, da WWE, glaube ich, zuletzt schon so hoch oder tief, je nachdem, wie man es ausdrücken will, reingegangen ist mit den Verlusten, die man erzielen wird und dementsprechend so viel Geld eingespart hat, fielen die Verluste in diesem Quartal dann nicht so ganz schrecklich aus. Dementsprechend waren zumindest die Anleger einigermaßen beruhigt. Aber die gesamte Entwicklung, die ist schon ein bisschen... Also es ist halt erstaunlich, wie sehr man sich auf diese 60 Millionen Haushalte da fixiert hat und wie sehr man darauf gebaut hat, dass man dadurch dann die Abonnentenzahlen, also es war ja die Rede davon, in den USA bis Ende des Jahres, also bis nächsten Monat, 1 Million Abonnenten. Und bis Ende nächsten Jahres sollten weltweit 2,5 Millionen. Also normalerweise, ich weiß nicht, ob da nur Kinder sitzen oder so, aber normalerweise, da müssen doch Köpfe rollen. Also für mich, da sitzen Leute, die absolut keinen Schimmer haben. Also ich würde jetzt einfach mal frei heraus so das Gefühl bekommen, da ist eine richtige Dorfpromotion am Werk. So irgendwie, die machen, ach, wir machen jetzt einfach mal Geschäfte und wenn es nicht läuft, mein Gott, dann melden wir halt Insolvenz an und versuchen es in einem halben Jahr mit einem neuen Investor nochmal. Also so kommt es zumindest rüber. Und die hatten es Alvarez und Meltzer in ihrem Observer Radio heute schon so ein bisschen illustr kommentiert. Ja, eigentlich war WWE bis vor einem Jahr eine Promotion, bei der man sich nicht vorstellen konnte, wie die Promotion es wirklich schaffen sollte, Verluste einzufahren. Genau. Meltzer hat direkt gesagt, es war eine Promotion, der es unmöglich war, Verluste einzufahren. Und Alvarez hat dann, glaube ich, gesagt, naja, man muss es nur versuchen, ne? Oder irgendwie sowas hat er dann gesagt. Und das ist erstaunlich. Ich meine, das Pay-Per-View-Business lief noch einigermaßen und man hat jetzt wirklich. Natürlich ist das, deshalb fällt es mir eigentlich persönlich ein bisschen schwer, da irgendwas Negatives zu sagen. Das Network ist eigentlich an sich für einen Wrestling-Fan oder für einen WWE-Fan, sagen wir es mal so, eine tolle Sache. Das Ding ist, aus wirtschaftlicher Sicht ist das sowas von einem Schuss ins Knie und auch, man hat sich jetzt so festgefahren, dass es im Grunde gar kein Zurück mehr gibt. Dass es wirklich schon erstaunlich ist, wie blauäugig man dort rangegangen ist,
nachdem man das so viele Jahre vorbereitet hat. Das heißt jetzt Augen zu und durch. Ne? Es hat jahrelang nicht so funktioniert, wie man es wollte, weil in Kanada hat man es ja im TV als Pay-Per-View-Sender. Das hat man in Amerika ja, glaube ich, gewollt, hat es dann aber nicht geschafft. Und dann hat man halt was versucht, was im Moment wohl noch nicht so zieht. Auch diese Aussagen in Kanada, diese TV-Sender, auch das ist ja alles nur so halbgar. Es war immer die Rede davon, dass das ein großer Erfolg war und wie toll das dort läuft. Ja, ich glaube, im ersten Monat. Und man deckt nur 20%, oder dieser Watchers, oder wie die heißen, decken nur 20% von Kanada ab. Und unter den 28.000, die international dazugekommen sind, ist Kanada mit dabei. Also was genau wertet man denn als großen Erfolg? International in 170 Ländern inklusive Kanada hat man 28.000 Abonnenten dazu gewonnen. Ich war da eh perplex, also es war ja, ich hatte zumindest ein bisschen mehr erwartet, also das. Ja, das hat mich also. Und mittlerweile hat man es ja auch mit diesen 9,99 jetzt die Sache, dass man jetzt das 6-Monats-Abo gestrichen hat und jetzt jeden Monat für 9,99 raushaut. Da schneidet man sich doch wieder ins eigene Bein, weil die Leute jetzt nur noch das Network für die Monate bestellen, wo sie den Pay-Per-View sehen wollen. Also nur noch Royal Rumble, WrestleMania und SummerSlam. Die anderen werden dann nur noch wirklich von den Hardcore-Fans gekauft werden. Das heißt, die Shows, wo du sonst 160, 170 Dollar eingenommen hast, gibst du dann für $30 im Jahr raus. Und das schönt dann vielleicht jetzt auch beim November wegen der Gratismonat, aber der ist ja auch wieder nur für Neukunden. Das heißt, jetzt werden wahrscheinlich 50% der Leute ihr Network-Abo gekündigt haben, um als Neukunde dann nochmal den Gratismonat abzustauben. Ja. Es ist faszinierend. Aber ich glaube, die Gründe für dieses ganze Dilemma liegen auch tiefer. Also darin, dass man erst einen richtigen TV-Sender in den Start bringen wollte und dafür richtig viel Geld in die Hand genommen hat. Ich weiß gar nicht, wie groß war der Kredit, den man aufgenommen hat und den man ausgegeben hat. Er war hoch. Er war im zweistelligen Millionenbereich, ne? Das ist dann nicht geworden, aber man hatte halt dann so viele Ausgaben schon, die man erstmal wieder zurückbekommen musste, dass man sich dazu entschieden hat, alle Pay-Per-Views auf dem Network auszustrahlen, damit man möglichst viele Kunden bekommt. Das Ding ist, zumindest hätte man die Top 4 Pay-Per-Views oder so als Pay-Per-Views belassen müssen und den Rest hätte man dann gebracht oder man hätte es gleich gemacht wie UFC. UFC hat nur die B-Events, die internationalen Events, also relativ kleine Shows. Schwer zu vergleichen jetzt mit WWE, aber relativ kleine Shows auf dem Network und ansonsten die klassischen Sachen. Und bei denen läuft das einigermaßen gut und die sind deutlich über den Break-Even-Point, weil die viel kleiner angegangen sind. Okay, dort war es von Anfang an als ein Internetsender geplant, im Gegensatz zu WWE. Aber du hast jetzt halt für was du vorher für die Pay-Per-Views 55 oder sogar $65 bekommen hast, hast du jetzt alle für 9,99. Das ist wirtschaftlich, keine Ahnung, schon fast Selbstmord. Zumal die Leute ja durch dieses penetrante Anbiedern auch absolut sichtlich genervt sind. Wenn wir jetzt schon mal auf Raw mal so ein bisschen vorgreifen, du hattest ja Vince McMahon feiert sein Comeback. Ist nur da, jetzt mal abgesehen von diesen Ankündigung der Stipulation für das Survivor Series Match, da um das Network zu bewerben. Und dem Publikum geht es am Arsch vorbei. Ich glaube, Vince McMahon hat niemals eine schlechtere Reaktion vom Publikum erhalten. Ja, okay, wo er rauskam, ging es noch. Da ja, aber selbst als er gesagt hat, boah, den ganzen Monat gibt's gratis, ja. Die Show gibt's gratis, wo Leute eigentlich jubeln sollten. Ne? Ja, weil das absolut verzweifelt wird. Ja. Und weil letztendlich die Leute, die das Network haben wollen, die haben es längst. Und die das nicht haben wollen oder nicht mehr haben wollen, die wirst du um nichts um der Welt dazu bekommen, dass sie die ihre Meinung ändern. Außer mit dem guten Produkt. Ja, und um dem Ganzen, also der Business-Professionalität nochmal die Krone aufzusetzen, hat man am gestrigen, oder war es heute? Ja, gestern, glaube ich. Hat man gestern 20 Minuten vor dem Start des Networks in UK mal eben in den sozialen Netzwerken so eine kleine Ankündigung rausgehauen. Ja, das Network kommt jetzt doch nicht. Keine Ahnung wann, aber bleibt aufgeregt. So ungefähr. Und stay hyped. Und dabei konnte man es ja eigentlich schon seit mindestens einem Monat absehen, dass es nicht so wird. Weil wir haben es ja auch in einer News heute gebracht. Sky hat Anfang des Jahres erst die Rechte für 5 Jahre gekauft, inklusive aller Pay-Per-Views. Die nehmen, glaube ich, für 8 Stück im Jahr
extra Geld, ne? 4 waren, glaube ich, gratis auf Sky dann zu sehen für die Briten. Also Sky ist ja relativ. Sky ist ja sowieso schon Pay-TV-Sender. Ja, aber 4 aber dort sind ohne inklusive extra und 8 genau. Müssen sie nochmal extra für 20 Euro, ja. Also 15 Pfund, kaufen. Ja, und dass die jetzt nicht erfreut darüber sind, dass die WWE das Ganze für 10 Dollar, was wahrscheinlich dann 6 Pfund ungefähr sind. Ja. Ja, anbietet und jetzt im November sogar noch gratis, anstatt diese 15 Pfund oder 14 Pfund 95, ist doch wohl logisch, oder? Dann muss man sich doch bei WWE jetzt nicht so völlig überrascht aus allen Wolken fallen, dass ja, Sky da jetzt sagt, nee, mit uns macht man sowas nicht. Vielleicht ist das Problem ein bisschen, dass man das ja mit den Pay-Per-View-Anbietern in den USA genauso gemacht hat. Man hatte mit denen einen Vertrag, aber offensichtlich nur, ich weiß nicht, ob das jetzt schriftlich festgehalten war oder nicht, aber man hatte mit denen eine Vereinbarung, die besagte, dass man die Pay-Per-Views nicht für weniger Geld irgendwo anders anbietet. Also nicht sagt, okay, jetzt bei, keine Ahnung, bei Dish kosten die 55 Dollar und WWE bietet es irgendwo anders für 35 an. Dass das nicht gemacht wurde. Und das hat man mit dem Network ja schon von vornherein gemacht. Man hat gesagt, okay, ab jetzt könnt ihr das für 10 Dollar auf dem Network gucken. Weil auf wwe.com, wenn du das früher im Pay-Per-View geordert hast, kam dir genauso viel, genauso die 55 Dollar oder die 65 Dollar, wie bei den Pay-Per-View-Anbietern, bei den Kabelanbietern. Und das hat man umgangen. Und dementsprechend waren natürlich diese ganzen Pay-Per-View-Anbieter auch richtig stocksauer, was jetzt dazu geführt hat, dass du nicht einfach zurück kannst. Du kannst jetzt nicht mehr sagen, okay, wir machen jetzt wieder normale Pay-Per-Views, weil dann sagen die Pay-Per-View-Anbieter, ja, okay, Leute, ihr habt uns damals ziemlich gut, wenn ihr jetzt zurück wollt, dann machen wir ja ab jetzt 60-40, also 60% für uns, 40% bleiben für euch oder irgendwelche Späße. Und WWE kann dagegen nichts tun. Und im Grunde war das jetzt mit Sky dasselbe. Aber ich weiß nicht, warum man das nicht versteht. Man kann doch keine Geschäftspartner betrügen. Und was anderes ist das nicht. Naja, Winnie ist von der alten Schule, ne? Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, aber man hat immer so viel Schiss, weil man ein Aktienunternehmen ist und achtet immer drauf, wie man was macht und dann aber solche dilettantischen Sachen, wo ich echt nicht verstehe, was dort für Leute sitzen. Also ja, anscheinend immer noch die gleichen wie vor einem Jahr. Gut, dann genug übers Network, rein zu Monday Night Raw und dem Hype fürs Network. Ja. Denn Raw begann, wie schon erwähnt, mit Vince McMahon und Stephanie und Triple H. Er bewarb das Network, alle Neukunden im November, kostenlos, auch die Survivor Series. Hat das Ganze mit der Vergangenheit der US-Regierung verglichen. Ted Turner, Time Warner und wie er die WCW geschlagen hat. Und jetzt muss er die Messlatte wieder höher sitzen. Und deswegen gibt es bei der Survivor Series, die ja völlig frei auf dem WWE Network für alle Neukunden zu sehen ist, eine besondere Stipulation. Wenn Team Authority das Elimination Match verliert, dann sind sie Geschichte. Stephanie und Triple H guckten ein wenig irritiert, aber Vince war sich sehr sicher des Ganzen. Die gingen dann aus dem Ring raus. Vince McMahon hat dann unterwegs noch mit Dean Ambrose abgeklatscht, der dann auf dem Weg zu seinem Match war. Und bevor es dazu kam, waren dann die drei McMahons nochmal backstage. Triple H und Stephanie haben versucht, Vinny ein bisschen loszuwerden. Ja, komm, Daddy, fahr gut nach Hause, jetzt aber los, sei vorsichtig und hier und da. Vinny meinte noch, ja, ich mag ja auch Überraschungen, ne? Also nimmt's mir nicht krumm. Und Triple H sagte daraufhin, ja, alter Mann, egal was du tust, nichts kann mich mehr überraschen. Aber irgendwann sind sie ihn dann losgeworden und meinten dann nur gegeneinander, das müssen wir jetzt aber irgendwie lösen. Ja, wie schon erwähnt, Vince McMahons Comeback mit recht wenig Impact, weil das Publikum diese ganze Network-Kram nicht mehr hören will. Aber eine Stipulation, die für das Survivor Series Match doch eine gewisse Brisanz verspricht, will ich meinen, weil für mich stand vor diesem Match eigentlich fest, dass Team Cena gewinnt. Ja. Und jetzt scheint es darauf hinauszulaufen, dass man hier Team Authority gewinnen lässt, um irgendwas für WrestleMania aufzubauen. Mutmaßlich Nase gegen Fels. Ich sehe das immer zweischneidig. Auf der einen Seite ist es natürlich, so eine Stipulation sorgt natürlich jetzt dafür, dass irgendwie die Spannung raus ist. Also jetzt bei mir persönlich. Auf der anderen Seite ist es
Aber gegen John Cena ist die Spannung nie raus. Ja, aber... Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ne? Aber auf der anderen Seite gibt man natürlich dem Match jetzt ein bisschen noch, zumindest oberflächlich ein bisschen Bedeutung, was natürlich eindeutig schon mal ein positiver Fakt ist. Wenn damit wirklich was für WrestleMania aufgebaut werden soll, und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass dem wirklich so ist, weil wenn ich mir das so angucke, plant die Company einfach viel zu kurzfristig und auch stellenweise viel ohne Ideen, dass ich mich schwer daran tue, da wirklich daran zu glauben, dass darin schon irgendein Plan für WrestleMania steckt. Wenn es denn aber so ist, dann ist es eine super Sache. Also ich sage mal so, durch den Auftritt von Vince McMahon war auch mal ein bisschen Abwechslung drin in den Eröffnungssegmenten, weil nicht nur auf VOT die obligatorische 20-Minuten-Promo, und von daher fand ich das alles schon gut, so wie es war irgendwie. Und es könnte darauf hinauslaufen, dass es nicht John Cena ist, der die Welt rettet, ne? Sondern The Rock. Oder jemand anders, weil ja, Cena hat ja bald dann was anderes vor, denn Hulk Hogan hat ja schon gesagt, John Cena rette uns. Ja, wenn man das Miss Mania zieht, wie gesagt, abwarten. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. John Cena rette uns, ja. Ja, dann hatten wir Dean Ambrose gegen Cesaro zum allerersten Mal seit dem vergangenen Freitag. Ambrose gewann nach 12:20 nach dem Dirty Deeds. Während des Matches ging einmal das Licht aus. Bray Wyatt war im Schaukelstuhl. Nach dem Match ging das Licht wieder aus. Bray Wyatt war wieder verschwunden. Man könnte es mit Mystic gleichsetzen. Man könnte es aber auch einfach als Mind Games titulieren. Und Bray Wyatt hat einfach einen guten Freund am Lichtschalter stehen. Man könnte auch sagen, Hokuspokus-Kacke. Aber... Also mir gefällt's irgendwie, ich weiß nicht, aber ja, das ist noch so ein Grad der Hokuspokus-Kacke, den ich ertragen kann. Ich möchte mal so sagen. Weil es ist nichts Übernatürliches, sondern eigentlich jetzt halt eher nur so ein bisschen Psychospielchen. Woran ich mich störe, ist jetzt nicht gar nicht mal die Tatsache, dass es eben diese Hokuspokus-Angelegenheit ist, sondern dass ich keine Linie sehe. Dass ich nicht sehe, wohin das führt, was dahinter stecken soll, irgendwas. Also, ich hatte es ja letzte Woche schon gesagt, ich war ja bei der Hell in the Cell Review nicht mit dabei, aber dann am Tag danach mit Andreas, dass ich das Finish nicht mochte, nicht nur, weil man die Fehde mit Rollins nicht beendet hat, sondern da ich befürchte, dass das jetzt einfach wieder der Beginn einer neuen Fehde ist, die aber auch nicht durchgeplant ist. Also angeblich wollte man ja Ambrose gegen Wyatt irgendwie gegeneinander fehden lassen, aber wo ist der Hintergrund für diese Fehde? Warum hat Bray Wyatt jetzt Ambrose angegriffen? Warum überhaupt diese Silhouette, einige sagten Genie, die anderen sagten, das war Sister Abigail. Warum überhaupt das? Warum dieses Mystische? War das nicht, wo ist der Zusammenhang? Darth Vader? Darth Vader? Ja, war das nicht so aus Star Wars? Ja, hier bloß das Leia, meinst du? Ach ja, meine ich doch. Ja, wie man es auch nimmt, ich sehe einfach nicht, wo da genau jetzt die Storyline ist, wo ist da die Geschichte, die man erzählt. Naja, bisher ist das Wyatt für mich hat alles. Er irgendwie erzählt, dass er in ihm einen spirituellen Bruder sieht, oder irgendwie? Er hat bei SmackDown ja irgendwie so eine seiner konfusen Promos gehalten, aber ich bin auf jeden Fall mal interessiert, ob man jetzt die ganze Sache mit Sister Abigail ein bisschen fortführt, weil er spricht ja jetzt öfter wieder von ihr, ne? Ja, aber... Ja, ich weiß es doch auch nicht. Ich bin auch enttäuscht, dass das hier im Opener irgendwie verbraten wurde und keinen Impact hatte und völlig aus dem Fokus gerückt wurde, aber man muss doch nehmen, was man kriegen kann. Ja, aber was kriegt man denn? Also bisher habe ich keine Promos gesehen. Es war immer, denkt an die Promos. Im Moment hat man zumindest noch kein Match der beiden gesehen. Das ist schon mal gut, definitiv, aber... Dafür, dass man Rollins gegen Ambrose so geopfert hat und auch den Pay-Per-View Main Event so geopfert hat, ist mir das bis hierhin zu wenig. Ich glaube, man wollte einfach nur ein Screw-Finish beim Pay-Per-View zeigen. Ja, super, läuft. Ne? Und vor allen Dingen, das ist das Gute übrigens an dem, es steht ja jetzt viel in der Kritik, dass das Network jetzt von Monat zu Monat kündbar ist und für 9,99 kannst du einen Monat auch bloß bestellen. Ich finde das sehr gut, weil jetzt musst du die Pay-Per-Views wieder richtig machen. Du kannst das nicht herschenken, das funktioniert nicht mehr. Den Gedanken habe ich auch immer. Und dann höre ich, dass WWE die Survivor Series eigentlich gar nicht großartig aufziehen will, weil der Pay-Per-View ist ja umsonst. Klar, jetzt müsst ihr das richtig aufziehen, damit die Leute sich im nächsten Monat die Scheiße dann auch wirklich kaufen. Natürlich. Wenn ihr die Leute jetzt enttäuscht, denken die sich,
Uff. Warum? Genau. Weil hatte Cole, glaube ich, sogar im Dingens gesagt, ne? In irgendeinem Kommentar oder so. Ja, der Pay-Per-View gratis, wenn ihr noch nie einen WWE Pay-Per-View erlebt habt, dann ist das eure Chance, ihr werdet begeistert sein. Wenn die Leute dann wirklich zum allerersten Mal einen WWE Pay-Per-View sehen und die merken, hey, sehen eine längere Raw-Ausgabe. Genau, das ist ja eigentlich nur Monday Night Raw. Ja. Und noch nicht mal eine längere, weil geht ja auch 3 Stunden. Und wenn man jetzt noch nach Monday Night Raw, du hast ja schon eine Pre-Show, du hast die Superstars-Tapings davor. Wenn man jetzt noch nach Monday Night Raw nochmal Matches zeigt, wie jetzt hier Rusev gegen Sheamus, dann kriegst du ja bei Raw sogar noch mehr geboten als bei Pay-Per-View. Yep. Okay, zurück zu Ambrose gegen... Ja, Cesaro muss einem leid tun. Gibt es keinen anderen Gegner für Ambrose? Cesaro ist halt genau wie Ziggler. Also das Schlimme ist... Der neue Ziggler. Ja? Man dachte ja erst, er muss jetzt verlieren, weil er Kritik geäußert hat, dass er Cena gegen Orton zum 500. Mal nicht mehr sehen möchte. Ja. Das Schlimme ist jetzt wirklich, angeblich wurde er nicht dafür bestraft. Und wenn es keinen Grund gibt, warum er jedes Match verliert, ist das ja noch dramatischer. Was heißt dramatischer? Das ist dann das, was immer ist. Man hat keine Ahnung, wie man gewisse Leute oder Leute abseits von John Cena oder den Main Eventern booken soll. Man merkt auch gar nicht, was man falsch macht. Schrecklich. Für Ambrose gegen Wyatt wäre es echt, ist echt super, wenn Raw und SmackDown noch getrennt werden, weil im Moment ist das nichts anderes als eine ganz, ganz tiefe Midcard-Fehde, die es auch bei Raw offensichtlich nicht über einen größeren Status bringen wird. Na, oh, man muss die nächsten Wochen abwarten, wenn jetzt Orton weg ist, aber mal gucken. Naja, nächste Woche ist wieder Cena da und dann wird es wieder losgehen. Ich glaube, deswegen gefiel mir die Sendung auch so gut. Ach, übrigens, nächste Woche ist Raw in England, das dürfte sehr interessant werden. Ja, wegen Network. Das wird bestimmt super. Aber ich freue mich so, das ist auch immer an die Stimmung so schön. Mhm. Wenn die Heels auch mal bejubelt. Dann waren wir wieder Backstage bei Mr. und Mrs. Hunter. Sie meinten, die dürfen keine Schwäche zeigen, jetzt müssen wir gewinnen. Und Triple H meinte dann, ja, ich rufe dann mal Randy Orton an. Stephanie meinte, oh, hältst du das für eine gute Idee? Aber natürlich, nur weil er den Team-Captain letzte Woche verprügelt hat, er weiß, dass es darauf ankommt. Ich rufe ihn an. Ja, nicht die beste Idee, wie wir später mal erfahren durften. Dann hatten wir The Miz, der gegen Jimmy Uso nach dem Skull-Crushing-Finale und einer Ablenkung von Damien Mislow gewonnen hat. Wie wir später erfahren sollten, dürfen sich Miz und Mislow jetzt irgendwie mit den Matadoren und den Double Dusts anlegen, während die Usos hier verlieren und dann Freitag bei SmackDown ein Steel Cage um die Titel bekommen. Das war vielleicht nicht ganz so geschickt, gebuckt. Ich hoffe mal für die Survivor Series auf ein 4-Way Elimination Tag Team Match. Darauf wird es hinauslaufen und deshalb wahrscheinlich auf das Booking. Was ich natürlich überhaupt nicht verstehe und was auch wieder so ein Punkt ist, wo du anhand von einfachen Sachen feststellen kannst, was schief läuft. Es ist ja die eine Sache, jetzt den Usos schon wieder ein Match gegen Goldust und Stardust zu geben. Warum auch immer? Es gibt ja eigentlich gar keinen triftigen Grund. Ja, dann auch noch im Steel Cage. Genau, ein Steel Cage Schmelz. Wieder eine Stipulation, die du herschenkst, ohne irgendwelchen Grund. Welchen Grund gibt's für dieses Match? Warum baut man das nicht länger auf? Wir haben ja jetzt so lange gefehlt, da kann man auch irgendwann mal eine Stipulation einbauen. Aber mitten, wo man schon wieder neue Fäden anfängt und neue Richtung geht, das ist doch genauso wie mir nicht übel, das ist Sache mit den Matadores als Herausforderer. Wenn du sie jetzt wenigstens mal einen Monat vorher aufgebaut hättest mit irgendwelchen Siegen bei Raw und SmackDown gegen irgendwelche anderen Dödelteams, dann wäre das ja okay gewesen. Aber die haben über Monate nur gejobbt, haben mit Slater Gator da irgendwelche Pseudo-Comedy-Matches gezeigt und sind jetzt auf einmal Top-Herausforderer auf die Titel? Ja, wie gesagt, das sind alles so Dinge, wo selbst jeder Laie sofort erkennen kann, was... Das macht jetzt die Show für sich nicht schlecht, aber man darf es halt absolut nicht hinterfragen. Rückblick auf die Attacke von Mark Henry auf Big Show aus der Vorwoche und dann wird das Match angekündigt zwischen Sheamus und Rusev auf dem WWE Network. Das war wohl eine sehr spontane Entscheidung, denn sowohl Sheamus als auch Rusev waren noch für Matches bei Raw gebucht. Und dann durfte sogar Tyson Kidd in einem Non-Title-Match Sheamus via Countout besiegen, als er Natalya als Schutzschild dazwischen stellt und dann irgendwie noch in den Ring hüpfte, ganz, ganz plötzlich, weil der Referee völlig überraschend bei 10 angekommen war. Also Jens,
Es war ja schon komisch, dass auf einmal der Ten-Count kam. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass der Referee schon angefangen hat zu zählen. Und dann, Sheamus hat ein Titelmatch gegen Rusev. Dann gewinnt hier Tyson Kidd völlig sinnfrei und ohne jeden Zusammenhang vorher gegen den United States Champion, der später seinen Titel noch gegen das Monster verteidigen muss. Und dann killst du diesen Sieg von Tyson Kidd wieder, indem er von Sheamus noch den Brokey kassiert. Ja. Das zeigt doch ganze Dilemma wieder, oder? Ja, ich finde jetzt abgesehen von der Main-Event-Fehde, also zwischen, ich hatte es ja schon bei Ambrose gegen White gesagt, aber abgesehen von der ganzen Orton-Authority-Geschichte, merkt man einfach den ganzen Produkt an, dass man keine Linie hat. Und dass man heute nicht weiß, was man morgen machen will. Und auf der einen Seite fand ich es super, als ich bei SmackDown gehört habe, Sheamus gegen Rusev vom US-Title. Das ist eine super Sache. Ich kann es nachvollziehen, dass man das Match jetzt nach Raw beim Network bringt, aber ich hätte es noch nicht jetzt gedacht. Nee, bringst doch nächste Woche. Ja, eben. Wenn du es ankündigst vorher. Eben, du hast ja jetzt auch noch nichts aufgebaut. Du haust wieder irgendwas raus. Bring es irgendwie im Rahmen von Main Event oder was auch immer. Ist ja auch auf dem Network. Zum Beispiel, genau. Ja. Läuft doch auf dem Network. Und hättest es gewartet bis nächste Woche und hättest das richtig groß aufgebaut. Und das wäre alles noch zu ertragen gewesen. Und jetzt kommt die Tatsache, also, wo du wirklich sagst, so eine Sendung wirft Fragen über Fragen auf die niemand eine Antwort hatte. Wenn dieses Match nun heute angesetzt ist, warum muss Sheamus gegen Tyson Kidd wresteln? Und dann auch noch verlieren? Ja, das Verlieren ist ja dann schon wieder, wenn er hinter die Kulissen blickst. Aber selbst so laut Storyline, warum? Welchen Sinn hat das? Ich dachte ja wenn Sheamus geht geschwächt in das Match, hat Rusev eigentlich auch noch ein Match, also wo jetzt das Match von Sheamus kam? Ich dachte, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Nee, überhaupt, also man muss sich ja immer fragen, wer bookt die Shows? Das ist dann der Authority oder was. Aber wenn man das jetzt hier vor so einem sportlichen Hintergrund sehen will, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Das wirft Fragen auf die dir niemand eine Antwort geben kann, wenn die beiden ein Titelmatch haben. Und wenn du dieses Titelmatch bewerben willst während der Show, das ist ja gar kein Problem. Warum zeigst du nicht einfach, wie Sheamus oder Rusev sich Backstage fit machen? Oder wie sie nochmal im Fitnessraum sind, wird sie irgendwas in der Halle ergeben und Gewicht stemmen? Oder wie sie gegen irgendeinen Sandsack boxen? Von mir aus auch für Rusev mit Wladimir Putin telefoniert. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Das kannst du sogar so spontan machen, ohne dass du das vorher ins Skript geschrieben hast. Versteht ja eh keiner, was der sagt. Ja, eben. Und dann hast du halt natürlich kein 5-Minuten-Segment, aber dann gibst du halt, keine Ahnung, Ambrose gegen Cesaro vorher 2 Minuten mehr und teilst das einfach ein bisschen auf. Und stattdessen hast du hier ein Match, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Du hast Tyson Kidd am Ende nicht gestärkt, weil der wurde am Ende dann trotzdem umgehauen. Sheamus lässt er dastehen wie den letzten Dödel, der sogar gegen Tyson Kidd verliert. Was war der Mehrwert? Es gibt auch keinen Mehrwert. Doch, man hat mit dem Entrances und dem Match 10 Minuten rumgekriegt. Ja, das wird auf den Punkt gebracht, ja. Ja, gut. Dann war Dolph Ziggler im Ring und wartete auf ein Match. Ja, aber es kam kein Gegner raus, sondern die ganze Authority. Die meinten dann, sprechen über das Survivor Series Match. Sie wollen das stärkste Team aller Zeiten sein. Seth Rollins, Kane und auch Randy Orton, auch wenn Stephanie das eigentlich nicht so wirklich überzeugend vorgebracht hatte. Ja, und man möchte eigentlich auch die Mitglieder von Team Cena gar nicht bestrafen. Wenn man so drüber nachdenkt, macht man es ja auch nicht. Gut, ein Match zum Beispiel letzte Woche gegen Kane ist immer eine Strafe, aber JBL, so sehr ich ihn auch als Kommentator mittlerweile verabscheue, hat ja recht. Wenn Ziggler gegen Kane oder Rollins oder so ein Match wresteln soll, das ist ja keine Strafe, das ist ein Job. Ja. Auf jeden Fall meinten sie dann, ja, Ziggler, du bist ja so ein toller Hecht, aber du willst doch nicht im Schatten von John Cena untergehen, oder? Du möchtest doch lieber bei uns im Schatten stehen. Du möchtest doch nicht lieber auf die dunkle Seite der Macht kommen und unbedeutend sein. Ja. Was anderes ist es doch nicht. Er würde bei Cena steht er im Schatten und denkst, und da wäre er jetzt der Star. Bei einem Team von Rollins und Orton wäre Ziggler dann der Star? Nee, ich verstehe das generell nicht. Also. Und man versuchte dann Dolph Ziggler, der, ich glaube, 4 seiner letzten 5 Matches bei den Weekly Shows verloren hat,
als ganz große Nummer darzustellen, aber Ziggler war fest entschlossen. Er ist der nette Kerl. Er bleibt auf John Cena Seite, weil er würde sich freuen, wenn die Authority weg ist. Als Strafe musste er dann seinen Titel verteidigen in einem Match gegen Seth Rollins. Kommen wir gleich drauf. Also, das Segment fand ich ordentlich vorgetragen. Ich bin froh, dass Dolph Ziggler jetzt mal Airtime bekommt, in der er nicht nur wrestelt, sondern auch mal ein bisschen reden darf, eine Promo halten darf, in einem wichtigen Segment steht. Aber das war doch inhaltlich echt gequälte Scheiße, wenn man mal drüber nachdenkt. Das Ding ist, was mich auf der einen Seite belustigt, auf der anderen Seite fast schon ein bisschen traurig macht oder mich enttäuscht, sag mal so, dass man selbst die guten Ansätze, die guten Dinge, man schafft es irgendwie, es zu versauen. Es ist unwahrscheinlich. Also wir fassen mal zusammen. Wir lassen jetzt mal alles weg, was vorher in der Hell mit Dolph Ziggler passiert ist. Das war ja stellenweise schon dumm genug. Der hatte ja auch eine ordentliche Niederlagenserie. Bei Hell in a Cell gewinnt er jetzt deutlich gegen Cesaro. Am Tag darauf gewinnt er clean gegen Kane. Jetzt könntest du sagen, okay, du baust ihn jetzt auf für dieses Survivor Series Match. Cena holt ihn in sein Team. Bis dahin, also wie gesagt, alles was vor Hell in a Cell war, lässt du jetzt mal weg. Hast du einen Intercontinental Champion, der für den Moment stark dargestellt ist und der bei der Survivor Series in diesem Team eine gute Nummer spielen kann. Das ist eine super Sache. Dann geht's weiter mit SmackDown. Dort verliert der clean gegen Kane. Da hast du wieder dieses 50-50 Booking. Wo du sagst, gegen okay, Kane! What the fuck? Warum? In jedem Was danach Match kam, war wieder in Ordnung. Ja. Also dieses Bestrafen von Dolph Ziggler und dieses zweite Match ist in Ordnung. Aber warum, um Gottes Willen, da hätte es mal gepasst, so ein DQ-Finish zu bringen. Ja, du bringst es da tausendmal. Hättest mal machen können. Das ist so dämlich. Nur nicht wieder klar verlieren. Dann geht's weiter zu Raw. Und weil Ziggler ja einfach, und jetzt bei Raw, wie gesagt, auf jeden Fall ausblenden, was mit Ziggler vor Hell in a Cell passiert ist. Erklärt die Authority, dass doch Ziggler auf ihre Seite kommen ist, soll, und wo du dir so fragst, warum? Er hat bei SmackDown gegen Kane verloren. Team verloren. Und hier verliert er gegen Seth Rollins. Die müssten Cena und Ziggler anbetteln, dass sie ein Team bilden. Weil Ziggler hat zweimal klar verloren gegen Mitglieder von Team Authority. Ja. Aus welchem Grund will Hunter den in sein Team haben? Ja, und die Krönung kommt ja dann auch noch danach in dem Match, wo Orton mal wieder eingreift, nachdem Ziggler schon tot war. Ja, Ziggler hat in dem Sinne ja das Match verloren. Ich sag ja, gegen Rollins auch verloren. Klar. Man hätte ja eigentlich sogar den Intercontinental Championship dann wenigstens stärken können, indem Rollins den scheiß Titel gewinnt. Also sowas macht mich, ist dann auch immer so ein bisschen, ja, genau, hätte man machen können. Dann hättest du wirklich zwei starke Midcard-Champions mit Rollins, genau, der den Koffer hat und den IC-Title und Rusev. Du musst dir keine Gedanken darüber machen, wie du diese Titel bookst, weil du bookst einfach diejenigen, also Rollins und Rusev, einfach weiter, wie du es bisher gebookt hast. Ja. Bloß, dass du ab und zu mal ein Titelmatch ansetzt. Das ist ja das Ding. Du musst nicht keine Gedanken darüber machen, wie du den Titel bookst. Du bookst einfach die beiden weiter, wie du es bisher gemacht hast und alles wird gut. Und dann, klar, man hatte jetzt Zeitdrang, weil Orton ja aus den Shows geschrieben werden musste, aber um jetzt mal vorzugreifen. Du hast Seth Rollins, der hier 12 Minuten gegen Dolph Ziggler wrestelt, der ja hier eine große Nummer ist, kassiert dann noch einen RKO, ist aber hinterher fit genug, um Randy Orton, wenn auch durch ein Backslide, noch clean zu besiegen. Ja. In derselben Show, während Randy Orton bisher nichts getan hat. Ja. es kommt aber noch besser. Es kommt ja noch ein kleines Detail. Kannst du dich noch erinnern, vor ein paar Wochen, als es diese DQ-Siege von John Cena oder Cena mit dem Take-Team mit Dean Ambrose war, glaube ich, gab, als es nichts gab, außer eine Double-Team-Aktion? Ja. Als ich glaube, Rollins hatte dann, ist Cena von Schultern gesprungen beim EE und hat ihn in Kane gestoßen. Kane war Rollins Take-Team-Partner und Kane hat ihm in Big Boot verpasst und das gab eine DQ. Hier wird als No-Contest gewertet, obwohl Randy Orton eingreift. Ja, weil man keinen schwächen wollte. Was ist das für eine Logik? Das ist einfach ein Haufen inkompetenter Idioten. Und egal, ob das Vince McMahon ist oder Triple H, die haben keine Ahnung, was sie tun. Oder die geben mir einen Fick drauf. Ich tippe auf Zweites. Ja, aber es ist immer dann, wenn man so, für den Moment muss ich auch sagen, okay, ihr gebt einen Scheiß drauf, gebt mich auch einen Scheiß drauf. Darf ich mich drüber aufregen, ist in Ordnung. Aber das Ding ist dann, wenn du dann irgendwie so diese Hardcore-WWE-Fans sind, die dir da sagen, dann von wegen, ja, die wissen schon, was sie machen und ihr wisst immer alles besser, bla 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 und genießt doch das Produkt. Ganz ehrlich, offensichtlich wissen sie nicht, was sie machen.
Die wissen nicht, was sie vor 2 Wochen gemacht haben. Natürlich sind das alles Details, aber du fragst dich dann einfach, wenn das eine Fernsehserie wäre. Ich würde mir die nicht jede Woche angucken. Weil die einfach unlogisch ist und dumm. Ja. Und dann kann auch das Wrestling einigermaßen anständig sein. Ich meine, wir hatten noch gar nichts Großes zum Wrestling gesagt. Der Opener war ordentlich. Ja, Miss gegen Uso war Miss gegen Uso. War auch ein schönes Match bis dahin. Ja, eigentlich waren die Matches bis dahin alle in Ordnung. Aber durch so diese katastrophalen kleinen Booking-Entscheidungen, boah. Ich habe ja auch schon im Forum geschrieben unter dem Bericht. Also zum Ansehen war die Show in Ordnung, die war gut. Ja. Man darf nur nicht drüber nachdenken. Ja, und man hat hier Ansätze. Wie gesagt, das mit Dolph Ziggler sind hier Ansätze. Survivor Series, die Chance, so diese Mid-Karte auch Bedeutung zu geben. Aber selbst das schafft man dann ein bisschen, weil man keine Linie hat, mittendrin zu versauen. Und das ist ärgerlich. Und wo ich mir ganz ehrlich sagte, Leute, keine Ahnung, gib mir $2,000 im Monat. Naja, okay, das ist wenig. $3,000 im Monat. Und ich stehe euch gerne als Berater zur Seite. Aber das Ding ist, das würde denen ja nicht helfen, weil die wissen es ja. Grundsätzlich wissen die ja, wie das funktioniert. Aber aus irgendwelchen Gründen werden die Pläne immer wieder durcheinander geworfen und dann dieses, jenes. Die Sachen an sich sind ja auch wirklich zum Teil gut vorgetragen. Jetzt auch das nächste Segment hier mit Hunter, Steph und dann kam Orton da rein, weil Hunter meinte immer noch, man kann Orton trauen. Hat sich dann ein intensives Wortduell mit einem leicht psychopathisch veranlagten Orton geliefert, der unbedingt ein Match gegen Rollins wollte. Er hat ihm das Match gegeben, aber gesagt, egal wie das Match heute ausgeht, ihr werdet danach wieder Freunde sein. Und dann wird alles gut und wir werden bei der Survivor Series besiegen, weil sonst sind wir alle im Arsch, auch du. Das war ein klasse Segment. Also ich muss sagen, Randy Orton ist so interessant wie seit Jahren nicht mehr. Ich hoffe nur, dass, wenn er zurückkommt, er jetzt dann nicht wieder der beste Freund von John Cena wird. Ja, weil, der beste Freund will ich nicht sagen. Ja, aber du weißt, was ich meine. WWE Babyface. Ja. Das wäre dann wieder dramatisch. Jetzt in dieser Rolle, wo er, man merkt ja auch, wie die Stimmen in seinem Kopf und so, ne, psychopathisch und so, das steht ihm wirklich gut. Nur, ich wage zu bezweifeln, dass WWE diesen Kurs dann auch gegen Faces und Heels. Es gibt ja zum Beispiel auch einfache Möglichkeiten, das Ganze dann auch bis zum WrestleMania zu Ende zu führen. Lass doch einfach Orton und Ambrose diejenigen sein, die möglicherweise in Einzelmatches am Ende die Authority zu stören. Wie auch immer du das buchst, von mir aus. Orton gegen Hunter bei WrestleMania und dann nochmal Ambrose gegen Rollins oder irgendwas. Und du beendest das Ganze dann damit. Indem du die beiden Psychopathen die Authority zerstören lässt. Das wäre schön, aber es wären ja keine teuren Leute. Wobei, ja, ne? Wenn sie jetzt so viel Verlust machen, dann können sie vielleicht keine teuren Leute leisten für WrestleMania. Weil WrestleMania gibt es ja auch nur für $10. Da ist was dran. Naja, werden wir ja dann sehen. Dann wurde ein Promo-Video mit ganz vielen Augen ausgestrahlt. Also ich nehme mal an, es war für Luke Harper. Zumindest sahen seine Augen so aus. Ja. Wirkt ein bisschen strange. Bin mal gespannt. Vor allen Dingen, weil es, ja, habe ich nicht gesehen, inhaltlich, glaube ich, irgendwas hieß von wegen, er nimmt sich die Teile seiner Opfer und fügt sie irgendwie zusammen. Ne? Also praktisch wie dieser komische Typ beim das Schweigen der Lämmer, der sich dann da... Ja. Auf seinen Opfern da irgendwas Schönes genäht hat. Ja. Tyrese O'Neill im Ring. Er meinte dann, hey, ich bin der große Macker und nehmt mich doch für das Survivor Series Team. Dann kam Ryback und anstatt dass Ryback ihn jetzt wegkloppt, musste er erstmal 2 Minuten für Tyrese O'Neill zählen, um ihn dann in 3 Moves abzufrühstücken. Ja, vor allen Dingen muss man ja sagen, das Match ging trotzdem bis 2,5 Minuten. Also ja. Wäre es dann nicht klüger gewesen, irgendwie auch wieder was zu strecken und das so einen ganz normalen Squash durchzuziehen? Oh, naja, zu viel schon wieder. Ja, von mir aus hätte man auch 2:30 dann Ryback, Tyrese O'Neill abfertigen können, weil wenn du mit Ryback irgendwas vorhast, egal für welches Team oder was auch immer, mit Tyrese O'Neill hast du nichts vor. Wieso muss der dann am Anfang da Ryback dominieren? Das killt doch sofort wieder sein Feed Me More Gimmick. Ja. Aber naja, gut. Also ich gehe stark davon aus, dass Ryback auch bei der Susi landen wird. Wahrscheinlich im Team Cena. Ich gehe auch nur davon aus. Dann haben wir Backstage den weltgrößten schlechten Schauspieler. Big Show bei Rene Young. Er spricht über Team Cena, bietet seine Dienste an und dann spricht er über Mark Henry.
Beide sind zusammen 40 Jahre in dem Geschäft. Er ist unglaublich enttäuscht von Henry. Und irgendwas in ihm wünscht sich seinen alten Freund zurück. Oh. Gleichzeitig möchte er ihn aber auch richtig ausnocken. Oh, armes Schurchen. Boah, ich finde, der ist so jämmerlich, wenn er versucht, hier auf die Tränendrüse als Schauspieler zu drücken. Das ist so unglaubwürdig. Das reiche Riesenbaby. Ja, dann hatten wir den größten Autounfall. Ich weiß es nicht, wie man es bezeichnen soll. Also, das Match war für die beiden eigentlich solide für die Zeit. Also Alvarez und Meltzer haben es ja zerrissen. Also es war das, was man von beiden erwarten konnte. Hinterher die Attacke von Henry mit dem DQ-Finish, das passte. Das Ablegen auf der Ringtreppe hinterher hatte leider keinen Impact. Aber sei es drum, so war es halt. Ein Einzelmatch scheint uns erspart zu bleiben, weil die beiden wohl in den Teams bei der SUSE sind. Also zumindest erstmal. Vielleicht bei TLC da mit einer Stipulation, da kann man dann das Ganze noch ein bisschen kaschieren. Aber auch hier ist es wieder erschreckend, wie unfähig man ist, einfach irgendwie was im Voraus bekannt zu geben. Wenn man glaubt, dass diese Fehde irgendwas bedeutet und nicht auf die Reaktionen der Zuschauer in der Halle hört. Aber so wie man es aufbaut, denkt man ja, dass es irgendwie ein bisschen solide Unterhaltungskost ist. Ja, aber das dachte ich. Warum bei der kündigt ganzen ihr Show das nicht? Ja, warum kündigt ihr nicht letzte Woche bei SmackDown oder irgendwie an für die nächste Woche bei Raw an? Weil man da noch einfach mal ein bisschen hatte. Länger. Ja, aber wie es ist kann doch genauso das denn hier sein? Ziggler gegen Rollins ist ein Match, was du eigentlich vorher ankündigen solltest. Orton gegen Rollins solltest du vorher ankündigen. Ambrose gegen Cesaro kannst du theoretisch auch noch ankündigen. Ja. Naja. Auf jeden Fall war Stephanie von Mark Henrys Aktion begeistert und meinte, ja, den Kerl brauchen wir im Team. Der die anderen Leute umhaut. Hunter schickte dann Kane los, um mal bei Henry vorzufühlen, weil Henry und Kane ja auch so gute Freunde sind. Dann muss ich auch nochmal sagen, ich hätte es übrigens wesentlich besser gefunden. Okay, ich meine, dann hättest du vielleicht auch Orton gebraucht. Aber hättest du bei der SUSE jetzt Authority gehabt aus, keine Ahnung, Triple H, Kane, Orton, Rollins und, keine Ahnung, von mir ist Mercury und Noble gegen Cena, der sich sein Team aussucht, hätte ich das besser gefunden, als wenn jetzt Team Authority auch wahllos versucht, Leute aussucht für das Match. Naja, die müssen ja jetzt ein starkes Team haben. Da können sie ja nicht die beiden von der Tankstelle da, die beiden Stooges. Da reinpacken und Kane ist ja trotzdem drin. Ich dachte ja auch, das wäre praktisch Kane, Rollins, Orton und die beiden und dann kommt der Turn von Orton. Weil eigentlich kannst du ihn jetzt auch nicht im Team Cena zurückbringen, weil die Authority sind ja die, die die Shows booken. Die müssen ja wissen, wer im Team Cena ist vor der Show. Ja, du kannst dieses alte Kram durchziehen. Keine Ahnung, Cena wählt den letzten aus, aber der letzte zu mir ist Big Show. Cena wählt Big Show als letztes aus, aber Big Show wird dann attackiert von Henry und Co. Und fällt verletzt aus und Hunter sagt dann generös, naja, wenn du bis Sonntag einen neuen findest, dann ist okay, dann darfst du das machen, aber in dem Bewusstsein oder weil er selbst glaubt, dass Cena eh niemand findet und am Ende findet Cena dann noch Ordnung. Ich denke mal, das könnte man so machen, aber WWE kommt gar nicht auf solche Gedanken. Ja, okay, das wäre nicht das erste Mal. Okay. Aber ob man da dieses Mal drauf kommt, wenn es nötig wäre. Backstage war dann Randy Young mit Brie Bella für ein Interview. Nikki hatte aber gemeint, hey, ich muss dir erlauben, dass du ein Interview geben darfst, also husch husch, weg mit dir. Ganz grandios, wie man die triezt. Und dann kam Eric Rowan, spielte ein wenig mit Randy Youngs Haaren, nahm seine Maske ab, meinte pretty. Randy Young guckte erst ängstlich, dann verstört und dann, hä? Vorsichtig, danke sehr und machte sich dann vom Acker. Du weißt auch kein Mensch, wohin das führen soll, oder? Ich fand das Segment ziemlich unterhaltsam. Vor allen Dingen Rainy Young hat das großartig gespielt, wie sie erst so ängstlich, verwirrt und dann so, hä? Was? Ach ja, danke. Wusste aber nichts damit anzufangen, wusste das nicht einzuordnen. Gerade bei so einem Kerl wie Rowan ist das auch glaubhaft. Ich hoffe nur, dass man Rowan jetzt nicht als ein Comedy-Geek oder sowas darstellt, sondern vielleicht so als psychopathischen Stalker oder was weiß ich. So, keine Ahnung, so eine Mischung aus Psycho und Eugene.
Ja, also ich hoffe nur nicht, dass er jetzt wirklich zu so einem Comedy-Gedödel wird nach dem Split. Nee, das glaube ich noch nicht. Also das hoffe ich nicht. Aber das Segment fand ich so in der Umsetzung großartig. Ich war ein bisschen erschrocken, okay, das hat Heat gezogen mit Nikki, aber wie schlecht Nikki selbst, also von ihren schauspielerischen Fähigkeiten selbst in 30 Sekunden ist. Ja, das sowieso, aber man kann jetzt auch aber sagen. Aber es wirkt unsympathisch und dann wieder gut als Heat. Von daher. 8 Tage drin und bis jetzt, okay, einmal irgendein Becher mit irgendeinem Smoothie über den Kopf geschüttet und bisher sind uns andere Peinlichkeiten zum Glück erspart geblieben, auch wenn das die Story irgendwie noch bekloppter macht. Aber es ist als so eine Undercut-Rede immer noch in Ordnung. Ja, dann AJ bei den Kommentatoren, während Nikki Bella gegen Emma gewann. Nikki befahl dann Brie Bella AJ eine zu klatschen. Die haute zurück, Brie Bella tot, AJ in den Ring, Nikki Bella weg. Ja, ich glaube, gut zusammengefasst. Gibt's nicht viel zu sagen, glaube ich. Dann haben wir Xavier Woods gesehen als Gospelprediger. Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie an Hour of Power oder irgendwie an frühere Prinz von Bel Air Folgen oder so. Also zumindest hier sein Rumgespringer Mikrofon oder auch seine Klamotte, wo er seinen Umhang hat. Dann kennst du hier, Gott, wie hieß denn der Typ da von Outkast, der Typ? Gibt's doch dieses eine Video. Nee, sagt mir jetzt nichts. Egal, kennst du bestimmt auch, wenn du siehst. Auf jeden Fall erstaunlich oder sehr zufällig, wie sehr die Ähnlichkeiten sind. Aber ich sag mal so, man hat für Xavier Woods überhaupt erstmal eine Idee. Das ist positiv. Und er hat überhaupt erstmal ein Gimmick im Gegensatz zu seinem ersten Run, der natürlich vollkommen für den Arsch war. Also ist auch gut. Was das Ganze jetzt für Big E und Kofi halt, muss man mal abwarten. Aber ich sehe schon kommen. Ich weiß, das ist der nächste. Dass das der nächste Undercard-Geek ist mit einem Gimmick, was zu Superstars verdammt ist. Ja. Damit machst du überhaupt gar keine Sprünge, genau wie Adam Rose keine Sprünge macht. Wie ja. Fandango. Adam Rose springt ja noch relativ viel, ne? Genauso wie das. Adam Rose springt ja zumindest noch relativ viel mit seinem Bunny M. Ja, ja, okay, aber es ist halt absolut ohne Bedeutung. Also ja, natürlich, das sowieso. Fandango, Summer Rae und Layla waren weg und damit hatte er niemanden mehr zum Tanzen und seitdem war es das. Kann man ihn niemanden mehr rausbringen? Ist der nächste WWE Studios Film Dirty Dancing 3. Ja, genau. Aber auf jeden Fall, aber wie gesagt, auch wenn die CB Woods nicht zu NXT gehört, aber das ist genau das, was ich an NXT kritisiere. Zu viele Gimmicks, die in der heutigen Zeit, nicht mal unbedingt in den 90ern, aber in der heutigen Zeit sind solche Gimmicks dazu verdammt, in der Undercard herzudümpeln und überhaupt nirgendwo hinzuführen. Und das sollte man schnulligst erkennen, weil egal, also bei Xavier Woods tut es mir jetzt nicht weh, ja, aber auch bei anderen Leuten... Man hätte ihm ja jetzt zumindest dann auch einen neuen Namen oder irgendwas geben sollen. Mit dem Namen kann ja zumindest der ein oder andere Fan noch was anfangen und der weiß, das ist ein Loser. Ich fand es ja auch immer großartig, als es hieß, dieses Stable und hier New Nation of Domination, hat ja Xavier Woods danach immer auf Twitter gesagt, nein, auf solche Rassenvorurteile lasse ich mich nicht ein. Ja gut, dass das kein Rassenvorurteil ist, wenn ich ein farbiger Prediger mit Gospelchor bin. Ne? Ja, super. Großartig. Also ich hätte lieber das Stable gesehen, aber okay. Na, ja. Vielleicht kommt ja noch, sind die beiden ja seine Jünger. Ja, die er dann dazu bekehrt irgendwie. Vicky hat ja auch schon mal so halb Prediger, auch einen auf Prediger gemacht. Ja, dann wurde ein Tweet von Zack Ryder eingeblendet, der sich für Team Cena bewarb. Er dann von Rusev zermatscht wurde. Rusev Matschka. Und Lana kündigte an, dass Wladimir Putin heute ganz stolz sein wird, weil man den US-Title auf seinen Befehl hin nach Russland bringen wird. Sheamus kam heraus und meinte, ja, er ist irre und stolz, für so ein tolles Land zu kämpfen. Zwei Dinge. Erstens mal, das gleiche wie bei Sheamus. Aus welchem verdammten Grund tritt Rusev bei dieser Show an? Warum hat er hier ein Match? Versteht kein Mensch. Ryder hätte auch gegen irgendeinen anderen Dödel wrestlen können und Rusev wäre rausgekommen und hätte die beiden nochmal zerlegt zum Hypen einfach. Ja, so viele Möglichkeiten. Wichtiger fand ich aber, oder für mich persönlich wieder, also grundsätzlich bin ich jetzt nicht so jemand, der jetzt übermäßig viel Mitleid drüber hat, wenn irgendjemand, der nicht das Zeug dafür hat, in einer Undercard landet oder sogar entlassen wird, also so GTG-mäßig oder wie hat man zuletzt noch entlassen?
Ja, okay, Chinamara hat wie eigentlich noch eine Rolle, aber so Leute, mit denen man nichts vorhat, wenn man die letztlich mitlässt und wenn du siehst, die Leute hatten jetzt nicht übermäßig Talent und so ist nun mal das Geschäft. Das alles trifft für mich mal nicht, auf mich nicht für Zack Ryder zu, weil ich finde, Zack Ryder hatte tatsächlich Talent. Er hatte, auch wenn das Gimmick war jetzt auch nicht unbedingt das Gimmick, was ich so großartig fand, aber er hat das Gimmick ja mehr oder weniger nicht unbedingt selber erfunden, aber mit Leben gefüllt und er hat dafür gesorgt, dass er selbst overgekommen ist, obwohl niemand was dafür getan hat. Und dass man den so fallen lassen kann. Und wirklich, keine Ahnung, der tut mir echt leid. Und für ihn tut es mir echt leid, dass es außerhalb von WWE keine Promotion gibt, wo er hin kann. Ja, bring dich nicht selber over. Das kommt nicht gut an. Ja. Denn normalerweise ist Zack Ryder zu Zeiten von der WCW, wäre Zack Ryder so ein Kandidat, der kündigen müsste und zur WCW gegangen wäre. Einfach gesagt hätte, Leute, leckt mich. Aber in der heutigen Zeit, es gibt zu TNA, was wirst du dort? Du wirst ein zweiter Bram oder sowas, du bist genauso ja, außerhalb. Da wäre wahrscheinlich das vierte Mitglied der Bromance. ja, ungefähr. Okay, du wärst öfter in den Shows, aber ich meine, Geld verdienst du dort auch nichts. Und zum Star wirst du auch nicht. Und für New Japan und so ist Ryder einfach nicht der Typ, die Art Wrestler. Aber er tut mir wirklich irgendwie leid, muss man ganz ehrlich sagen. Naja, sowohl dazu. Zumal er ja wirklich das typische Mid-Cut-Face hätte verkörpern können, von dem du eigentlich gar keins hast. Ja, oder gibst ihm halt ein anderes Gimmick. Also, weil sowohl was jetzt, er hat einen gewissen Look, am Mic ist er nicht der schlechteste und im Wrestling. Der ist auch gar nicht so klein. Nein, dann gib ihm ein neues Gimmick, wenn dir das nicht passt. Aber lass doch jemanden, der Talent hat, dich so fallen. Tja. Eine Güte. So ist es halt, ne? Wahrscheinlich, wenn du voll von Dolph Ziggler bist. Ja. Naja, Stephanie scheint auf jeden Fall von Rusev begeistert zu sein und verhandelt dann oder denkt darüber nach, mit Lana zu verhandeln. Ich weiß gar nicht, wann's. War es sofort die Verhandlung mit Lana oder kam das erst später? Ist ja auch egal, auf jeden Fall hat sie mit Lana da verhandelt. Die beiden wollen, Rusev und Lana wollen darüber nachdenken, wie man in Amerika so schön sagt. Und ja, da haben wir also schon die Gewissheit, dass Rusev dann bei der Survivor Series im Elimination Match disqualifiziert wird. Mhm. Vermutlich, ja. Fernando gewann dann gegen Stardust nach dem Backstabber in 2 Minuten 30. Miss und Sender, Kommentatoren. Ja, hier hätte ich zum Beispiel nochmal 2 Minuten draufpacken können. Ja. Ablenkung und wäre dann, ja, das hätte man ruhig länger ziehen können, also. Aber man hat die Matadores einfach so tot gebuckt, dass sie jetzt absolut unglaubwürdig als Herausforderer sind. Nee. Noch viel schlimmer ist, dass solche Siege jetzt nicht unbedingt Fernando oder Diego wieder nach oben bringen, sondern Goldust und Stardust als Second Champions nach unten ziehen. Das ist ja. Übrigens, wo man immer hier davon gesprochen hat bei WWE, wo Chris Hero ja noch relativ gut in Form war, wo er schon so moppelig war, ne? Also der Fernando, der sieht aber auch nicht gerade durchtrainiert aus in seinem Oberkörper. Ist richtig, ja. Nochmal kurz zu Zack Ryder. Zum Beispiel finde ich jetzt am Ende von seinen Anlagen her, also vom Look, Fähigkeiten im Ring und Mic Work, finde ich Zack Ryder jetzt nicht deutlich schlechter als zum Beispiel Cody Rhodes. Jetzt nicht das Zack Ryder Gimmick und das Cody Rhodes Gimmick oder Stardust Gimmick. Ich meine nur von ihren Anlagen her. Naja. Rhodes ist vielleicht ein bisschen ein besserer Wrestler, aber dafür ist, glaube ich, Ryder, wenn er möchte, eindeutig stärker am Mikrofon. Weil unabhängig von den beiden Sprachen. Ich finde Rhodes doch deutlich stärker, aber das ist vielleicht auch Geschmackssache. Ja, selbst bei den langen Matches, so ein richtig, richtig super mega starkes Match von Stardust habe ich bis jetzt, oder von Goldust habe ich, Cody Rhodes habe ich bis jetzt auch nicht gesehen. Okay, er hatte nicht so viele, sondern nicht viele Chancen, aber. Also die gegen Orton, die waren teilweise doch ordentlich, gegen mich. Ja, die fand richtig, ich auch stark. Ja, aber. Ja, ich meine, mühselig darüber zu diskutieren, ne? Gefangen in der Midcard Take Team Hölle dementsprechend. Ja, mein Gott. Dann die angesprochene Ankündigung für das Steel Cage Match um die Tag Team Titles bei SmackDown. Und dann hatten wir den Main Event. Rollins gewann gegen Orton nach einem Backslide in 13 Minuten 15. Orton war danach sichtlich frustriert. Die anderen waren alle im Ring. Triple H versuchte Orton zu beruhigen. Der schüttelte dann auch die Hand von Noble, von Mercury, von Kane. Dann auch von Rollins, der meinte, ja, alles vergessen, I'm sorry. Orton meinte auch, I'm sorry, RKO.
Er warf dann halt die ganze Gefolgschaft, die auf ihn losgehen wollte, aus dem Ring. Triple H beruhigte ihn dann, hielt die anderen zurück. Orton wollte dann aus dem Ring gehen, stieß Hunter dann ein wenig mit der Schulter gegen die Schulter. Der packte ihn dann am Arm und irgendwann drehte Orton dann durch, schlug Hunter, vermöbelte alle anderen, AKO für den, AKO für den und konnte dann von Kane überwältigt werden. Es gab den Curbstomp aufs Kommentatorenpult. Stephanie meinte dann die ganze Zeit, finish it, oder finish him. Triple H war noch nicht so sonderlich begeistert davon. Er hat immer noch an seiner Traumvorstellung festhalten wollen, dass Orton und Rollins dann doch nochmal beste Freunde werden. Und irgendwann hat er sich dann breitschlagen lassen. Ja Gott, dann haut ihn schon kaputt. Und dann gab es noch da den Curbstomp auf die Ringtreppe, wo man gesehen hat, dass Orton extra mit dem Kopf nach oben gegangen ist, damit er mit dem Curbstomp daneben landet. Mhm. Orton war neben Cesaro sogar der Zweite, der geblutet hat und die Kamera hat sich darauf fokussiert. Jens, shocking! Ich glaube, so shocking ist das gar nicht am Ende des Tages. War jetzt auch nicht wirklich brutal. Nee, also nur falls irgendwelche Gerüchte auskommen, dass da sieht man jeder Telefonovela mehr Blut, ne? Oder nicht? Also bei GZSZ, was ich da schon alles damals, wenn ich mal reingeseppt habe, an Blut gesehen habe, ist ja unfassbar. Ja, das Ding ist, du kommst gut damit weg, grundsätzlich, wenn das, wenn es kein Blading ist, sondern halt aus der Aktion heraus. Oder alleine bei den Happy Tree Friends. Das läuft ja auch im Kinderprogramm. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt PG. Es läuft im Kinderprogramm in den Staaten. Echt? Ja, oder lief es zumindest teilweise mal. Okay. Morgens früh. Auf jeden Fall Orton jetzt kaputt, Orton jetzt weg und die Authority muss sich jetzt dann wohl einen neuen fünften Mann besorgen. Oder noch drei Leute, wenn man so will. Ja. Und danach gab es dann halt noch auf dem Network ganz exklusiv das United States Title Match zwischen Sheamus und Rusev zu sehen. Und Rusev hat Sheamus via Accolade besiegt, aber Sheamus hat nicht ausgetappt, sondern ist kaputt K.O. gegangen. Meine Güte, bin ich im kaputten Modus. Ja, das war also Monday Night Raw. Für die Fans in der Arena wohl 4,5 Stunden mit Pre-Show, Superstars, Tapings und Post-Show-Match. Ja. Also ich glaube, bei Rusev gegen Sheamus soll dann während des Matches soll die Halle schon halb leer gewesen sein. Das kann ich nachvollziehen. Dein Gesamteindruck neben der ganzen Kritik und den positiven Aspekten? Also wrestlerisch war es eine gute Show. Für Fans von Randy Orton vermutlich ein absoluter Traum, die Show. Also die ganze Story um Authority und Randy Orton hat man wirklich wie einen roten Faden durchgezogen. Ich würde es lieber sehen, wenn man während einer Show mehr als eine Storyline aufbaut und sich auf eine Storyline fokussiert, weil es ist immer gut, dann diese Backstage-Segmente zu bringen und so, aber es war jetzt hier wirklich immer nur diese Storyline. Das war jetzt auch nicht nur heute so, das war auch vorher schon so. Wenn man also jetzt negativ sagt, kann man immer sagen, man konzentriert sich auch nur auf das eine. Wenn man es positiv sehen will, sagt man, konzentriert sich überhaupt auf irgendwas. Das Wrestling war eigentlich bis auf wenige Ausnahmen in Ordnung. Ich meine, du hast hier diese Null-Matches, keine Ahnung, O'Neill gegen Ryback oder Fernando gegen Stardust oder auch das Steam-Match, das war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Natürlich Henry gegen Big Show. Aber es war jetzt nichts dabei, was total schrecklich war. Dafür waren die ersten Matches eigentlich alle ordentlich. Ich fand auch den Auftritt von McMahon ganz nett. Ja, es war alles in allem, glaube ich, eine ganz ordentliche Show. Die aber trotz allem immer noch bei vereinzelt wirklich deutliche Mängel hat. Also die deutlichen Mängel waren eben hier vor allen Dingen für mich bei der Sache hier Rusev gegen Ziggler, Rusev gegen Sheamus und warum die beiden jetzt Matches hatte und warum diese Darstellung von Dolph Ziggler, die man so ein bisschen reinbringt. Aber man muss ehrlich sagen, dass das bei dieser Show eigentlich wirklich Kleinigkeit war. Also ich glaube, ein Grunde überwiegt schon das Positive. Aber jetzt so, wenn du jetzt nach Schulnoten gehst, ein Gut würde mir jetzt auch noch nicht so wirklich überkommen. 3+ oder 2-. Also ich muss ja sagen, beim Ansehen hat mir die Show gefallen, an und für sich. Ich fand sie jetzt, weil Alvarez und Meltzer fanden sie zum Teil extrem langatmig. Ich fand sie gar nicht so langatmig, sie ging relativ gut vorbei, war flott.
Wrestling war gut. Man hatte drei richtig gute Matches. Paar schöne Segmente. Ich fand es gut, dass auch Leute aus der Midcard so ein bisschen in den Fokus gerückt wurden. Wenn man jetzt genauer drüber nachdenkt, dann fallen einem wirklich viele Sachen im Booking ein, die jetzt nicht nur auf diese Show bezogen, sondern vor allen Dingen mal wieder dann dieses mittelfristige Booking. Über die nächste Woche oder die vorige Woche so hinausgesehen absolute Scheiße sind. Aber die Show an sich war unterhaltsam und kurzweilig und man hat ja dann doch irgendwie immer die Hoffnung, dass es der Startschuss für eine bessere Zukunft sein wird. Also ich habe die Hoffnung aufgegeben. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo der Punkt kommt, wo es besser wird. Ich weiß es jetzt nicht. Es ist halt dieses Inkonsequente, ne? Vor zwei Wochen schon gewusst haben, dass man Dolph Ziggler jetzt so präsentieren will. Oder man sollte es zumindest so gewusst haben. Man sollte doch gewusst haben, was man mit Cesaro anfängt. Irgendwann mal. Man sollte doch wissen, wie man Ryback in so einem Match darstellt. Man sollte doch wissen, wann man Rusev gegen Sheamus bringen will. Was ich daran erschreckend finde, ist, dass jetzt hast du schon so viele Verletzte. Jetzt hast du Leute wie Batista und so, die doch nicht zurückkommen, obwohl sie eingeplant sind und so weiter und so fort. Jetzt war diese Woche John Cena nicht da. Und trotz allem merkt man ganz deutlich, jetzt abgesehen von Seth Rollins, dass man jetzt nicht wirklich bemüht ist, neue Stars aufzubauen. Und ich finde, wenn man darüber nachdenkt, ich finde das erschreckend, weil ich finde nicht, dass im Moment durch Ambrose gegen White irgendwas aufgebaut wird. Ich finde, es sind zwei aufstrebende Stars in der Midcard, die sich aber neutralisieren. Also ich wüsste jetzt nicht, wie die beiden durch eine Fehde gegeneinander auf ein neues Level gehoben werden sollen oder sowas in der Art. Also im Moment weiß ich das nicht. Ja. Kommt das alles noch, aber ich finde, das neutralisiert sich und wie gesagt, diese Woche war nicht John Cena nicht da, die nächste Woche ist Randy Orton nicht da. Bin gespannt, wie sich das entwickelt, aber ich finde das wirklich erschreckend, weil ich dann auch für die Zukunft nicht unbedingt schwarz sehe, aber nicht sehe, wie man sich irgendwie mal in eine neue Richtung weiterentwickeln will und wegkommen will von Cena und Orton. Weil um ehrlich zu sein, ich will mir das jetzt nicht noch 5 Jahre angucken mit den beiden. Nee, aber die Kühe wird man noch so lange melken, bis die Euter abfallen, ne? Ja. Gut. Dann machen wir Schluss für heute, würde ich mal sagen, ne? Ja. Sonst noch was nehmen. Nee, nicht wirklich. Gut, dann hören wir uns bald wieder. Ich glaube, die Frage war jetzt neulich mal, ob wir nicht nochmal irgendwie ein Q&A machen. Bei Zeiten. Bei Zeiten. Ja. Jetzt ist gleich Fußballzeit. Das muss ja auch noch alles hochgeladen werden. Ich habe auch noch nicht so wirklich gegessen. Ich auch nicht. Deswegen, es wird in den nächsten Wochen auf jeden Fall wieder ein oder ein paar neue Q&As kommen. Müssen wir mal gucken, wann wir mal ein bisschen zeitiger fertig sind und wenn wir so Zeit finden. Wir haben es auf jeden Fall nicht vergessen. Klar. Genau. Ja, ich bin heute wieder direkt von Arbeit an den Rechner gestürmt. An Mikro. Wo Sek quasi schon. An Mikro, genau. Wo Sek quasi schon wartet. Wir sind schon so schnell, wie es nur geht. Gut. Alles klar, dann schönen Abend noch und schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.